Mitten am Tag halten wir inne. Zeit zum Ausatmen und zum Einatmen. Wir halten inne und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir sonst starren. Schließen wir die Augen und wenden uns Gott zu, den wir unsichtbar hinter allem Sichtbaren erhoffen. Möge Gott uns alle Zeit führen und möge uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet hier in der Heiligkreuzkirche in Pertisau. Hier ist ein anderer, weiterer Gottesdienstraum in unserer großen, weiten Pfarrgemeinde Jenbach. An Festtagen ist es wirklich schön, hier zu feiern. Und heute beten wir also hier, gemeinsam im Glauben verbunden. Von hier geht es aus. Tun wir es im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenden wir uns Gott zu mit Worten aus Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Amen. Und wenn du an den lieben Gott schreiben würdest, Oskar, du kannst jeden Tag Gott um etwas bitten. Diesen Rat bekommt Oskar. Er liegt im Krankenhaus, hat Leukämie und weiß, dass er sterben wird. Den Rat gibt ihm Oma Rosa, die ihn betreut. Jeden Tag einen Brief, jeden Tag einen Wunsch. Aber Achtung, einmal am Tag und nur geistige Dinge. Gott ist schließlich kein Wünscheautomat oder gar der Weihnachtsmann. Erst findet Oskar diesen Rat verrückt, aber dann geht er darauf ein. Und er schreibt bis zu seinem Tod Briefe, immer und immer auch einen Wunsch. Alles geistige Dinge. Er wünscht sich Mut, Geduld, er will Erklärungen. Anfangs denkt Oskar dabei nur an sich selbst, aber dann immer mehr auch an die Menschen um ihn herum. Feinfühlig, aufmerksam, schaut er mit seinen todkranken, aber doch wachen Augen um sich. Oskar und die Dame in Rosa ist ein kleines Büchlein von Erik Emanuel Schmidt. Die Geschichte ist meines Wissens erfunden und erzählt doch sehr wahr von einer wunderbaren Beziehung. Nicht nur zwischen Oskar und seiner Dame in Rosa, nein, sondern vor allem zwischen Oskar und Gott. Und je mehr Oskar schreibt, das heißt eigentlich, je mehr Oskar an Gott glaubt, desto mehr ist Gott für ihn da.
Und Oskar lernt das Geheimnis Gottes verstehen. Es erfüllt ihn mit Bewunderung und er hilft sogar anderen damit. An diese Erzählung muss ich denken, wenn ich den Lehrtext für den heutigen Tag lese. Da verspricht Jesus: Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nicht in der Art eines Wünscheautomaten oder als Weihnachtsmann, nein, sondern dass Jesus ermutigt, sich ganz ihm anzuvertrauen. Denn es ist Gott, aus dessen Hand mein Leben, ja alles Leben kommt und wieder zurückkehrt. Gott, der mich sieht und hört und weiß, was mich ausmacht. Gott, in dessen Hand und in dessen Kraft ich mich berge und der auch in meiner Ohnmacht mit mir ist. Gott, der mich liebt und begleitet. Und so wende ich mich also heute an ihn. Vertraue und bitte, eben auch mit den Worten zum heutigen Tag aus dem ersten Buch der Könige. Lass deine Augen offen sein für das Flehen deiner Magd und deines Volkes Israel, dass du sie hörst, so oft sie dich anrufen. Amen. Beten wir. Wer ist wie du, Gott? Du siehst mich. Du leihst meinen Ängsten und Sorgen dein Ohr. Zu dir darf ich kommen mit allem, was mich beschäftigt. Ich danke dir dafür. So bitte ich dich für alle Menschen, die mir am Herzen liegen. Ich bitte dich für alle diejenigen, die mir bekannt und vertraut sind, mit denen ich mich freue und auch weine. Bei dir wollen wir gemeinsam geborgen sein. Ich bitte dich für all die Menschen, denen Unterstützung und Hilfe fehlt. Ich bitte dich für all diejenigen, die nicht mehr aus noch ein wissen. Ich bitte dich für alle Menschen, die ohne Liebe und Zuwendung leben müssen, für die das Leben keine Freude bereithält. Deine Liebe wollen wir spüren und sie auch zeigen und weitergeben. Ich bitte dich für alle Menschen, die helfen wollen. Ich bitte dich für diejenigen, die sich einsetzen und bemühen. Ich bitte dich für alle, die entscheiden und Entscheidungen durchsetzen. Ja, ich bitte dich, deine Liebe soll Maßstab sein. Gott, gib allen, die dich suchen, dass sie dich finden. Und allen, die dich gefunden haben, dass sie dich aufs Neue suchen, bis all unser Suchen und Finden erfüllt ist in deiner Gegenwart. Und so wie Jesus es uns ans Herz legte, beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat und das Leben schenkt. Bei Gott, dem Sohn, Jesus Christus, der unser Leben begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. Und so segne euch an diesem Tag
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.